Wir haben ein neues Gespräch mit Dr. Wolf-Dieter Stoll. Eine große Freude, dass er uns Zeit dafür gibt. Er ist Kulturanthropologe, Ethnobotaniker, Bestsellerautor mit wunderbaren Büchern. Außerdem ist er profundester Kenner von Pflanzenwissen in verschiedenen Kulturen, Kontinenten und hat authentisch selbst erlebt und erfahren, das Wissen der Pflanzen, das Wissen der verschiedenen Kulturen. Er verbindet alte volkstümliche Überlieferungen und Mythen mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mein Türöffner zur Pflanzenwelt waren seine Bücher. Das erste war Heilkräuter und Zauberpflanzen. Das war so das Direkte, wie man in die Wiese geht und auch ein bisschen Rezepte und alles drumherum. Das war so mein Einstieg, schon ganz lange her. Und dann kamen also wandernde Pflanzen. Das hat mich richtig gepackt, dieses Thema. Wir sprechen dann mal kurz ein bisschen darüber. Pflanzen-Devas, diese neuen Aspekte, auch da möchte ich dann eine Frage dazu stellen, weil das hat mich ganz, ganz tief berührt. Und jetzt das neueste Buch, Urmedizin. Das begeistert mich wieder vollends, weil dieser Blick aufs Ganze, diese geschichtlichen Zusammenhänge, diese ethnischen Zusammenhänge, die Welt als Ganzes zu sehen, dafür bewundere ich Sie, dass man diesen Blick hat. Also sein Tiefblick, Durchblick, Überblick, Einblick, der Blick aufs Ganze. Das ist wirklich bewundernswert. Ich habe mir schöne Fragen vorbereitet, weil das ist jetzt schon ein bisschen ein Gespräch, das mich aufregend macht, so einen Meister vor mir zu haben, also neben mir zu haben. Mensch. Ja, genau, ich bin auch. Das sind alle Menschen, Gott sei Dank. Ich gehe mal weg von meinem Blatt, weil wir haben vorhin darüber geredet, über Ihr Leben. Es gibt auch eine wunderbare Biografie von Ihnen. Und was mich da so berührt hat, ist, Sie sind praktisch durch Hunger durchgegangen in der Kindheit. Sie haben mit Ihren Eltern völlig neue Kultur kennengelernt, mit Amerika, auch durch schwere Zeiten, denke ich, also finanziell schwere Zeiten. Und dann in Indien waren Sie ja sehr, sehr krank und so. Und dann im Allgäu auch wieder dieses Weg von allem, ganz, ganz klein anfangen mit fast nichts. Also durch die tiefen Erfahrungen immer von schon finanzieller Not manchmal, würde ich das finanziell, oder sagen wir mal so, Kargheit, haben aber auch eine Familie gegründet. Und wir haben uns darüber unterhalten, jetzt auch mit den jungen Leuten, die sagen, wie hat es die Familie, hat die es mitgetragen? Wie schaffen Sie das? Das ist jetzt eine Frage, die ist jetzt unabhängig von unserem Pflanzen, aber ich liebe Biografien, wir können alle davon viel lernen. Und diese, wie sind Sie da mal weitergegangen? Also wie? Ich denke, zum Teil war es so ein Urvertrauen, dass man dass es Sinn macht, dass man da ist. Ja. Und früher hieß es ja, jeder Mensch hat eine Berufung. Man muss es nur wahrnehmen. Ich habe mich nie an etwas Sicheres geklammert und habe immer auf das Herz geschaut, also ob es stimmig ist. Ich habe keine Kompromisse gemacht. Im Mittelalter sagte man ja, die Versuchung, da kommt der wunderschöne Hans Springinsfeld oder was immer und sieht toll aus, für Frauen, eigentlich für die Seelen, sehr verführerisch. Aber wenn man dann einen Pferdefuß entdeckt, dann sagt man, nee, lieber nicht. Und so habe ich auch den Eindruck, man wird im Leben geführt. Also für die Inder ist das ganz leicht. Die sagen, wir haben ein Karma oder ein Schicksal, das haben wir in früheren Existenzen selber veranlagt. Und daraus ergibt sich, was wir tun sollten. Kannten die alten Germanen auch. Die hatten ja drei Urgöttinnen am Grunde des Weltenbaumes. Da war die Urt, das Ur. Da konnte nicht mal der Schamanengott Odin oder Wotan die Tiefe ergründen. So tief ist das, weil es unendlich ist.
Und dann gibt es die Göttin Wirt, Verdandi, Wirt, im Englischen Weird heißt, ich sage mal immer noch, wenn etwas Unerwartetes geschieht, oh man, that's weird, das ist das Werdende. Und dann das Dritte ist die Skuld, und das ist weniger Schuld, sondern so etwas, was eigentlich getan werden soll. Und das sind so die drei Sachen. Und irgendwie ist das, jeder von uns hat ein, also jetzt werde ich ein bisschen mystisch, das Göttliche wohnt in jedem von uns, in der Seele. Und wenn wir nicht diesem inneren Wesenskern lauschen, dann verirren wir uns viel zu leicht. Aber dieser innere Wesenskern sagt uns immer genau, was, ob es richtig ist, ob es stimmig ist. Und da muss man auf sich selber hören, nicht berechnend oder nicht sich selbst anschwindeln, weil das scheint irgendwie Vorteile zu haben, also nicht berechnend. Und dann wird man geführt. Und wenn man da drin ist, dann wird man natürlich, das sind die Prüfungen, da wird man durch Täler geführt und über Höhe. Beides können Prüfungen sein. Dass man sich, Gott wer weiß, was einbildet, wer man ist, oder dass man da unten zerschmettert ist und keinen Lebensmut hat. Und dann wird man auf den richtigen Weg geführt. Also das ist so zusammengefasst die Lebensphilosophie, kann man sagen. Ja, und dann hatte ich das Glück, dass meine Frau das alles mitgemacht hat und ohne anzuzweifeln. Und sie selber kommt aus Wyoming und ist auf einer Ranch aufgewachsen. Diese Ranch ist war 10 Meilen vom Briefkasten und fast 70 Meilen, das wäre fast 100 Kilometer, von der nächsten Stadt zum Einkaufen. Und als wir da hier auf den Berg landeten, wir haben ja keine Nachbarn außer Füchse und Hirsche, da sag ich, ja, das ist ja hier eng besiedelt. Eng besiedelt. Ja. Ja, so sind die verschiedenen Maschinen, oder? Und, also bin ich sehr froh, dass sie das alles mitgemacht hat und mitgetragen hat. Perfekte Frau. Und auch die, naja, also jede Frau ist eigentlich eine perfekte Frau, aber man sagt ja, Frauen sind wie Rosen. Also wenn sie keine Dornen haben, dann stimmt was nicht. Ja, alle haben wir. Ja, das sind ja dann wieder unsere. Vielleicht ist es genau das, die Prüfung für den Mann, diese Dorne. Ja, absolut. Ja, aber wirklich bewundernswert. Also dieser Mut, immer weiterzumachen und so authentisch zu bleiben und das zu spüren, was dran ist. Ja, das ist ja ein gutes, also sind schon ein wunderbares Beispiel. Das ist auch eine Sache, Vertrauen zu haben. Ja. Ich merke das bei den Kräutern, da sind Leute interessiert mit Pflanzen, auch wunderbar, aber dann, vielleicht es gibt Nebenwirkungen oder so, da geht man lieber und verlässt sich nicht auf die Kräuter, obwohl die Heilkräuter seit Urzeiten, also nicht nur seit der Steinzeit, sondern sogar in den ganz frühen Phasen der Menschwerdung oder sogar die verwandten Primaten, die Tiere wissen, welche Kräuter sie brauchen. Das hab ich lange gedacht, das ist Aberglaube, aber das haben Verhaltensforscher, also Ethologen heißen die, genau zeigen können, dass die Tiere mit ihren Instinkten, das haben wir nicht, wir haben die Instinkte ersetzt durch Lernen und kulturelles Verhalten zum größten Teil. Aber ich sehe das bei den Kühen, wenn da so eine Kuh mit so einem riesen Riechapparat, die macht die ganze chemische Analyse und so, das ist alles da. Und sie weiß, was sie frisst und was sie an dem Tag nicht fressen soll. Ja. Das stimmt. Manchmal gehen die Instinkte aber auch da schon zurück, ne? Weil mein Hund, manchmal ist der Schokolade, ist gut, gar nicht gut, aber heute ist es was anderes. Ich will jetzt eigentlich mal einsteigen in unsere Fragen jetzt zum Wissenspaket. Heilkräfte der Natur haben wir das genannt. Und meine Frage an Sie ist, was ist Natur? Sind wir getrennt von der Natur? Und
wenn wir so getrennt sind, was können wir tun, um uns wieder zu verbinden? Also dieses Naturbegriff, was... Ja, Natur, das ist ein Begriff, kommt eigentlich aus der mittelalterlichen Kirchensprache und bedeutet das, was von sich alleine so entsteht, also geboren wird. Natur ist eigentlich in meinem Sinn, oder auch Goethe hätte das gesagt, wir sind Teil der Natur, wir gehören zur Natur, wir sind nicht getrennt. Es ist nur, dass sehr oft unsere falschen Vorstellungen und so weiter trennen uns und wir haben uns so weit getrennt, dass wir jetzt eine wie objektive Beziehung zur Natur haben. Das heißt, Objekt heißt so wie hinausgestoßen. Und es ist ein Gegenstand. Und dieser Gegenstand wurde dann immer mehr seit der Aufklärung gewogen, vermessen, es wurde experimentiert und dergleichen. Und ein Riesenwissensschatz hat sich angesammelt. Das ist okay, aber da ist man getrennt und man ist über der Natur. Und ich habe gelernt, zum Beispiel bei den Indianern, dass sie, als ich mit so einem alten Medizinmann, bin ich anderthalb Jahre unterwegs gewesen mit ihm, also nicht ständig, aber immer wieder. Und er hat nicht über die Natur geredet, sondern mit der Natur. Er hat mit den Pflanzen geredet und es war wie eine persönliche Beziehung. Und ich dachte, ja, das ist merkwürdig, da konnte ich nicht, das kennt man ja gar nicht. Ich habe da hier Staubblüten Blütenblätter gezählt und dann die Familie bestimmt und er stand immer da, was macht der denn da? Und für ihn waren die Pflanzen Freunde, Verbündete, einige ganz nah und einige interessierten ihn weniger. Und einige waren so ein bisschen wie der Schierling war für ihn, er sagt, das ist kein Freund der Cheyenne, diese Pflanze. Da hat schon jemand, da wollte nichts mit der zu tun haben. Denn einer aus dem Stamm hat das probiert und ist fast gestorben. Ja. Und da habe ich mich gefragt, was haben die denn überhaupt für ein Verhältnis? Und wie kann man denn mit den Pflanzen überhaupt reden? Macht das Sinn? Ja. Denn sonst waren die ja ganz vernünftig. Und man muss überlegen, die haben in der amerikanischen Wildnis überlebt. Da waren also wilde Tiere und alles, was man so hat. Aber keine Krankenhäuser, keine Versicherungen, kein Polizeischutz, keine Schulen, nichts. Und trotzdem haben sie sehr gut überlebt. Also, wie haben die das gemacht? Die machen die Natur nicht zum Gegenstand, sondern sie lauschen hinein. Sie verzaubern sich sozusagen in die Pflanze hinein. Das ist das eigentlich das Geheimnis, was man so das schamanistische Bewusstsein nennen könnte. Dass man so sehr in Resonanz geht, dass man es von innen heraus versteht. Oder ein Schamane, wenn er heilt, ein echter Schamane, stimmt sich so ein, er nimmt, obwohl es mit ihm persönlich wenig zu tun hat oder nichts, er nimmt diese Krankheit auf und ringt damit und findet die Heilmittel, die er benutzen würde und gibt sie dann dem Kranken. Also es sind nicht Tests, es ist eine ganz andere Angangsweise. Ja. Sehr individuell, also immer das... Ja, sehr individuell auch. Natürlich gibt es Haushalt Kräuter und Pflanzen. Mhm. So, dass die Cheyenne Großmütter, wenn da jemand irgendwas hat, da wissen sie, oder wie man Wunden behandelt, da hat man die Standardpflanzen. Aber in einigen Fällen, wo wirklich eine tiefe Krankheit vorliegt, da werden zum Beispiel ganz ungewöhnliche Pflanzen genommen oder sie werden genommen für diesen Fall, in dieser Zeit, für diesen Menschen. Mhm. Ja. Das ist schön, ja. Also dass man wirklich alles einzeln sieht. Wir waren jetzt praktisch schon bei den Pflanzen Devas. Also das ist ja schon ein bisschen dieser Begriff, der dann da reinspielt. Jetzt bei den
die Indianer würden das jetzt wahrscheinlich die Pflanzen Devas nennen, aber das ist diese Wesensheit der Pflanze, die dann da ist, ne? Ja, daraus zu verstehen. Es ist so, dass für die Naturvölker, also wir sind eine Ausnahme, weil wir begrenzen uns, wir definieren, was Wirklichkeit ist, und Realität ist das Messbare, Wägbare, Analysierbare. Aber, und dann dabei lassen wir es. Aber für die meisten ist es eine Sache der Wahrnehmung. Und sie hören nicht an der Oberfläche auf, sondern sie lauschen hinein. Und einige können das besser als wie andere, aber sie lauschen hinein. Es ist so wie, es ist mehr da an der Pflanze als das, was man da physisch vor sich hat. Und das sagten ja auch, das habe ich bei den, als ich Gärtner war, bei den Anthroposophen, biodynamisch, das sagen die auch, ja, der physische Leib und dann der Ätherleib, so eine Energie, die Energie, die in der Pflanze steckt. Das Physische der Pflanze ist einfach das, was man als Asche und Stoffe hat. Und das folgt den Gesetzen der Schwerkraft. Also es würde nach unten fallen und so zerkrümeln. Was ist es, das die Pflanze nach oben wachsen lässt, entgegen der Schwerkraft, und dass sie sich, dass sie wie rhythmisch sich vermehrt? Das hat Goethe auch entdeckt, er hat das genannt, also die Spiraltendenz, und das ist wie ein Tanz. Die Pflanze tanzt so durch das Dasein hindurch und sie tanzt ihrer Blüte und ihrer Auflösung entgegen. Und diese Spiralen, die folgen dem Fibonacci-Gesetz. Das ist ein Renaissance-Mathematiker. Das sind die Gesetze der Musik. Und das ist so auf, das sind so Bewegungen in Richtung von dem ich habe das Wort jetzt gerade vergessen. Aber es ist eine ganz harmonische Sache, und einige Pflanzen ist die Drehung ist ähnlich wie die Bewegung von den, sagen wir mal, Venus von der Erde aus gesehen. Also die Venus macht von der Erde aus gesehen, sie macht immer wieder Schleifen, 5 Schleifen bei dem Umgang, wenn man sie von der Erde aus sieht, durch den Tierkreis. Und das ist eigentlich das Bild von Apfelkern oder Rose oder so. Andere wiederum, wie die Liliengewächse, haben drei rückläufige Bewegungen von der Erde aus gesehen. Das heißt, wenn man da sieht, in einem Sternbild, da geht gerade Venus vorbei oder Merkur, und dann scheint er rückwärts zu gehen. Das sind so wie Schleifen. Ne? Und das sind drei, und das hat man eben bei Liliengewächsen. Und das sind kosmische, musikalische Bewegungen, die sich da in der Pflanze offenbaren. Und das zeigt auch erstmal, dass die Pflanze nicht nur dieser Gegenstand ist, sondern man kann sie nur verstehen in ihren kosmischen Zusammenhängen. Mit der Sonne ist ja ganz klar, also im Frühling folgt die Pflanze der Sonne, sprießt und wächst, und dann im Sommer langsam, dann geht es immer mehr ins Verblühen und Versamen, und dann zieht sie sich zurück. Also, ja, wo sind wir da stehen geblieben? Ja, es ist die Pflanze, die jetzt verbunden ist mit dem Universum, ja. Also man wird ganz demütig, wenn man das eigentlich sieht, diese kleine Pflanze hat die Verbindung zum Kosmos. Zum Kosmos, und dann haben Sie mal in Ihrem Buch so ein schönes Bild gebracht, dass die Pflanze eigentlich umgekehrt ist wie der Mensch. Ja. Man muss sich so lachen drauf, ich dachte, ja, eigentlich wahr. Also das Köpfchen oben ist bei uns unten. Ja, ja, also die Blüten sind ja die Vollpflanzung Pflanze. Und da ist man jetzt bei den neueren Forschungen drauf gekommen. Aristoteles hat schon gesagt, dass die Pflanzen ihren Kopf in der Erde haben. Alle haben gedacht, also, was für ein Unsinn. Das findet man aber auch anderswo. Die Inder sagen so etwas Ähnliches. Und die neueren Forschungen zeigen, dass die Wurzeln, die sind nicht nur Stützen für die Pflanze, sondern
Sie erstmal sind wie Sinnesorgane. Mhm. Sie sinnen sich durch den Boden, durch die Erde. Und woher wissen Sie das? Dass da hier ein Phosphat ist und dort Calcium, das Sie gerade brauchen, oder Wasser. Und Sie wachsen dahin, nehmen das auf, sterben ab. Und das ist so lebendig, dass eine Roggenpflanze in einem Jahr bis zu 10.000 Kilometer wächst. Und das alles zusammen. Sie spüren sich durch die. Ich habe gedacht, das muss ein Druckfehler sein. Das könnte mal 10 Kilometer vielleicht, aber 10.000. Aber dann habe ich das immer wieder bestätigt gefunden, auch von Julian Huxley, der ein britischer so super Botaniker und Biologe. Und da hört es nicht auf. Nicht nur sind das die Sinnesorgane, wie wir im Kopf, da sind ja unsere Augen, unsere Ohren, unsere Nase, unser Geschmack. Und bei den Pflanzen ist das hauptsächlich in der Erde. Sie schmecken sich durch die Erde. Und dann verbinden sie sich mit den Pilzmyzelen, den Pilzfäden. Und die Pilze, die sind ja die ältesten, größten Lebewesen, die es gibt. Da hat man einen Pilz gefunden. Also als man das entdeckt hatte, der erste Pilz, der hat 600 Hektar, hat er mit seinen Hyphen oder seinen Myzelen, ja, ein Pilz. Und dann das Gewicht ist, also da ist ein Wal, ein Maus dagegen, wenn man das alles zusammen. Und das hat keine feste Form, es ist amorph, das sind wie Nervenfäden. Und die Pilzfäden, die wachsen bei 90% der Pflanzen, wachsen sie zum Teil in die Wurzelhärchen, also teilen sich das. Und die Pilze holen von ganz weit her, holen Nährstoffe, die die Pflanze braucht, produzieren Auxine, das sind Wachstumsstoffe, machen es möglich, dass in der Trockenheit die Pflanzen überleben. Unsere Wälder, wenn es lange trocken ist, die würden eingehen, wenn es nicht diese Pilze wären. Und was kriegt die, also sie machen es möglich, dass die Pflanzen, besonders die Bäume, wachsen. Was kriegen die Pilze dafür? Sie kriegen das, was sie unbedingt wollen, aber scheuen, und das ist das Licht. Und das ist das Sonnenlicht. Denn die Sonne, wir nennen das Photosynthese, die Sonne, die bringt, die belebt ja, die Sonnenenergie macht es überhaupt möglich, dass es Leben gibt, indem sie in dem Blatt, in dem CO2 und Wasser werden zusammengefügt und Sauerstoff als Abfall loslassen. Deswegen haben wir Sauerstoff zum Atmen. Wir brauchen das umgekehrt. Die Pflanzen brauchen das CO2, weil ihre Form, ihr Skelett ist aus Kohlenstoff. Deswegen kann man Holz brennen. Ja, da wird der Kohlenstoff wieder freigesetzt. Also, und das ist so ein Wunder. Also nicht nur sind die Pflanzen zum Kosmos offen, jedes Blatt ist wie ein Auge. Mhm. Das Blatt grün, also es ist wie die Retinas in unseren Augen, nimmt das ganze Spektrum eigentlich auf und weiß in dem Sinn, was im Himmel geschieht, wo die Sonne ist, wo der Mond ist, wo sich die Planeten befinden, weiß das. Also die Pflanze ist makrokosmisch und zur gleichen Zeit ganz und gar mit der Erde verbunden. Also fantastische Wesen. Also, wir können die nicht auf dieses kleine reduzieren. Wir können auch nicht die Pflanzendevas auf kleine Elfchen. Ah, bist du ein Pflanzendeva? So, ja. Also, wenn das kleine Ding dann sagt, ja, das bin ich, bin ein Pflanzendeva, dann hat man entweder sich irgendwas zu viel reingepfiffen oder man ist dem Elementarwesen oder dem Zwerg auf die Lang gegangen. Ja, ja, ja. Da fällt mir auch ein, das Buch Pflanzendivas, da haben Sie auch noch so eine Idee gebracht, da hat es bei mir auch blink gemacht, dass die Pflanzen uns ja benutzen. Ne? Wir denken ja, wir sind der Herrscher der Welt. Aber Sie haben da einen ganz anderen Aspekt dazu gebracht, dass die Pflanzen eigentlich... Ja, das, also manche. Manche, also Pflanzenwesen
wenn man von Pflanzendevas spricht, das ist dann nie die einzelne Pflanze, sondern, also wie ich das sehe, ist die Art. Ist die Art. Also das Gänseblümchen Deva empfindet alles, was überall auf der Welt mit Gänseblümchen passiert. Wenn das kleine Kinder sich Gänseblümchen pflücken und Kränzchen machen, da freut sich das Wesen. Oder wenn da jemand kommt mit Roundup, oh, dieses Unkraut, ruiniert meinen Rasen, das ist dann keine Freude für. Also so kann man das sehen. Nun, für die Indianer, das ist auch, das habe ich bei den Cheyenne als erste Mal erfahren, da sagte mir der alte Medizinmann Torbo, der sagte, du bild dir nicht ein, dass du die Pflanze suchst oder dass du die Rituale ersinnst und machst. Die werden uns von den Pflanzengeistern gegeben, die sind starke, mächtige Geistwesen. Mhm. Und so wie er es erklärte, ist, manchmal haben sie Mitleid mit Menschen, die leiden. Und ich meine, das können wir mit unserem Weltbild kaum verstehen, aber das ist für sie Realität, das ist ihre Weltbild. Und ihre Erfahrung, auch visionäre Erfahrung. Und sie sagen, es ist wie, wenn wir so irgendwo einen kleinen Welpen sehen, der so halb verhungert ist, so sehr niedlich ist. Ja, was macht man? Den nimmt man dann, ach du Arme, ich nehme dich mit nach Hause und pflegt die. Und er meinte, so ist das, die Pflanzen suchen sich die Menschen. Und sie kommen zu den Menschen, die sie brauchen. Und das hört man ja auch immer wieder, das höre ich immer wieder, habe es auch lange für Aberglaube gehalten. Wenn mir Leute sagten, ja, und plötzlich erscheinen irgendwelche Pflanzen und dann finden sie heraus, das ist genau was irgendjemand ist, krank im Haus oder ist eine Krankheit überhaupt im Haus. Und das ist dann das Gegenmittel. Der Heiler direkt vor der Tür, ne? Ja, und Paracelsus kannte das auch und er sagte, dieselben Astralkräfte, er nannte es dieselben Aster, die dabei sind, also die Astralkräfte, die seelischen Kräfte, kann man sagen, die eine Krankheit im Menschen erzeugen, dieselbe Energie erzeugt rundherum, ermöglicht es oder begünstigt, dass bestimmte Pflanzen wachsen, dieselbe Energie, die dann als Heilmittel verwendet werden können. Also dass der Mikrokosmos eine Antwort vom Makrokosmos enthält. Das habe ich natürlich auch lange, ich bin ja auch als Wissenschaftler trainiert worden, habe lange in Frage gestellt, aber ich sehe sowas immer klarer. Und jetzt vor 2-3 Tagen ging ich durch den Garten und schaute mir, was da wächst und habe geguckt. Da sind viele Pflanzen, die waren nicht da, ehe wir kamen. Und auch viele Pflanzen, die mich interessieren, plötzlich sind sie da. Also Schöllkraut war plötzlich da und die Karde und ja, noch einige andere, Goldrute, die kanadische. Und so habe ich den Eindruck, dass wir irgendwie, dass diese Verbindung da ist oder dass vielleicht die Pflanzenwesen sich dann nähern. Ich habe den Eindruck, das ist so, wenn wir Interesse zeigen für eine Pflanze, wir gehen hinein in die Sphäre dieser Pflanze, dann kommt die Pflanze auch näher, und bis in die physische Manifestation und dann zuletzt halt auch als Heilpflanze. Das, ich weiß noch, als ich meine Kräuterausbildung gemacht habe, haben sie uns die Vogelmähre gezeigt. Ich habe gesagt, nee, habe ich nicht im Garten. Nee. Bin nach Hause gegangen, dann war sie da und die wurde dann immer mehr. Ja, so. Ich habe sie beachtet. Ich habe sie, genau. gegessen. Ich habe gesagt, bist du super lecker. Also ja. Danke, dass du da wächst. Ja. Und die wollte immer mehr. Das so ist das. Das ist verblüffend. Das ist auch. Also erst, wenn man sie sieht und wahrnimmt, dann, genau. Dann nimmt sie richtig einen schönen Platz ein. Ja, ja. Also, ja, das habe ich immer wieder, bei Leuten gesehen, auch bei mir. Ich mag ja den Beifuß, weil das war eine der Lieblingspflanzen meiner Großmutter, die auch ein bisschen kräuterkundig war, ich glaube, ich habe das von ihr. Und oben im Allgäu gab es keinen Beifuß, aber zu kalt oder was. Und da wurde gerade im Tal die Schiene rausgerissen, weil da
Das war die Nationalisierung der Bahn und sah gerade wie so ein Bagger da die Erde schiebt und da war ein ganz winziges, das heißt ein Beifuß, angehalten und habe die rausgenommen, habe sie bei mir gepflanzt. Ja, und im nächsten Jahr, ich habe noch nicht so einen großen Beifuß, wie eine Antwort, und, oh, riesengroß, ja. Und dann hatte sie eine Menge kleine Beifüße überall, die habe ich dann sorgfältig rausgegraben und anderswohin gepflanzt, man muss ja einen Garten haben. Und die wuchsen auch alle so groß und da hatte meine Frau gesagt, das gibt's ja gar nicht, man kommt ja gar nicht mehr in den Garten. Und, so. Und seither war, ist es dann, ja, wenn also der Allgäu hat jetzt über den Beifuß jetzt ja, ja, nur auf der Stelle. Und, ja, und jetzt hat es sich so eingependelt, also ist es da, mhm. Aber es ist nicht so, es kam ja mit einer vollen Wucht. Mhm. Und bei vielen, manche Menschen haben Lieblingspflanzen mhm. und die Pflanzen antworten. Mhm. Also in Oregon, da war ein alter Mann aus Texas und er hatte immer großen Erfolg mit dem, mit der Ladyfinger, diese Malvengewächs, Schot mhm. Okra. Ja. Okra. Mhm. Und ja, so, ja, hier, ich gebe euch Samen und sage euch, wie man es macht. Bei niemandem wuchs die, nur bei ihm. Okay. Ja, weil er hatte eine Verbindung. Ja. Mhm. Was ihr in dem Buch eben Pflanzen, die was schreiben, ist, dass manche Pflanzen sich ganz auf den Menschen verlassen haben, jetzt auch mit der Fortpflanzung, oh, ja, die Kartoffel. Oh, ja. Und da musste ich dann auch drüber schmunzeln, habe ich gedacht. So habe ich es auch noch nicht betrachtet. Ne? Ja, manche haben wirklich erstmal, sie haben den Menschen praktisch sesshaft gemacht. Domestiziert. Ja, das ist klar. Es ging den Menschen auch nicht gut, nachdem sie sesshaft wurden. Also ja. Das erste Mal, dass die Zähne schlecht wurden und so Arthritis und so zeigte, weil die müssen Maloche, erstmal die Felder und Beete bestellen und säen und die Tiere, die dann fressen würden, verjagen und bewässern und dann sind sie sesshaft und die Abfälle und so weiter, die sammeln sich an und das zieht natürlich Krankheitsvektoren. Die Hausfliege, die wir hier haben, die gab es hier nicht, bis die Bauern aus dem fruchtbaren Halbmond kamen, also aus dem Nahen Osten, kam die Fliege mit. Und Flöhe und Wanzen und so weiter, das hatten die Jäger und Sammler nicht, weil die waren immer dann in Bewegung. Und so. Und das ist archäologisch feststellbar, dass sie ja nicht so gesund waren wie die Jäger und Sammler, weil die Pflanzen haben ihnen Macht gegeben. Und man konnte viel mehr Menschen pro also Hektar oder so ernähren als der Vorteil war praktisch von diesem Sesshaftwerden und dann die ja gab es kein Zurück mehr, aber ich habe so wirklich, man kann das wirklich so sehen, dass einige Pflanzen haben die Menschen domestiziert und andere haben sich den Menschen völlig überantwortet, wie der Mais der würde nicht mehr sich fortpflanzen können, weil die Samen lösen sich nicht vom Kolben. Mhm. Er würde zwar keimen, aber die würden alle ersticken. Mhm. Und die Banane, die macht nicht mal mehr Samen. Die Banane? Nee. Die ist also vollkommen vom Mensch abhängig. Mhm. Bestäubt wird sie noch von Fledermäusen, aber sonst. In Ihrem neuen Buch, in der Urmedizin, beschreiben Sie so schön diesen Zusammenhang, dass man den Waldmenschen bekämpft hat, eigentlich. Dieses, warum? Was ist da passiert? Naja, als die Menschen sesshaft wurden, als dieser Impuls kam, da sind natürlich nicht alle gleich sesshaft geworden, lebten mehr oder weniger nebeneinander. Aber wenn man sesshaft ist, dann muss man erstmal den Wald roden, damit man Anbau- und Weidefläche hat. Und da entwickelte sich so etwas wie rund um die Dörfer oder wenn es große Höfe waren, wie die Wandkeramiker, die haben ja so wie die Irokesen Langhäusern gelebt, so 40 Meter lang oder so, und da lebten die ganzen Sippen. Und am Rand bildete sich so ein Heckenbiotop, also durch
Die Kühe fressen daran und die Ziegen und Schafe. Aber die Pflanzen, die leicht giftig sind, der Schneeball oder die stachelig sind, die machen dann so wie eine dichte Hecke. Mhm. Und auf einmal teilte sich die Welt in die zivilisierte Welt, die gute Welt, die Menschenwelt. Das ist, wo die eigenen Götter leben. Und dann die Wildnis. Und die Wildnis war bedrohlich. Da wohnten wilde Tiere, da kam manchmal ein Bär heraus, gebrummelt unter die Wölfe und haben die Schafe gerissen. Und dann gab es natürlich noch Jäger und Sammler, Wilde, die dort lebten. Und also so war das dann in dem frühen, der frühen Jungsteinzeit. Das Ganze intensivierte sich später, als man dann Zivilisationen hatte, wie zum Beispiel die römische Zivilisation, die dann in den letzten Zügen auch noch das Christentum angenommen hatte. Da war der Wald für die Missionare oder die Mönche ein Symbol von dem Unbeherrschten, dem Wilden und musste eigentlich bezwungen werden. Und es war eine gute Tat, Wälder zu roden zu der Zeit und die Menschen hineinzubringen. Die Sache ist, diese Religion, die aus dem Römischen Reich eigentlich kam, war ein städtisches Weltbild. Man hatte auch das Bild vom Himmel als eine Stadt, Jerusalem. Das himmlische Jerusalem. So. Da gingen die Einheimischen, die Eingeborenen, also Kelten, Germanen, Balten und Slawen, die haben das nicht ohne weiteres angenommen. Die Rivalen zu den Missionaren waren vor allem die heilkundigen Frauen, die zum Teil auch schamanisch unterwegs waren. Die kannten die lokalen Kräuter. Die lokalen Kräuter waren erstmals von der Kirche voll verboten, weil der sündige Mensch soll Buße tun und Weihwasser könnte ihn reinigen und Wallfahrt kann ihm gut tun und Gebet, ganz wichtig. Gebet, aber Kräuter, das war schon und besonders, weil es eben den heidnischen Heilerinnen und Priesterinnen gehörte. Das Paradies kommt ja erst, ne? Was soll denn das Paradies auf Erden haben? Ne? Kommt erst, ja genau. Das soll man nicht. Und das einfache Volk, die Bauern und so, die gingen, wenn sie was hatten, gingen sie trotzdem zur alten Dorfheilerin oder zum Hirt, der die Pflanzen kannte. Und da wurden die einheimischen Kräuter eingesetzt, die Schafgarbe oder der Holunder natürlich. Und die Kirche versuchte, dem entgegenzusetzen, wenn schon Kräuter, dann wenigstens die im Heiligen Land oder in den Ländern, wo die Apostel wanderten. Und die Mönche, ganz brave, liebe Mönche, die haben das dann in ihren Rucksäcken, haben sie die Pflanzen gebracht und die Samen. Und dann kamen die satanischen Winde, weil das sind mediterrane Pflanzen, die gar nicht akklimatisiert werden. Der Rosmarin mag es heute noch nicht so gerne. Rosmarin und Salbei und so. Ja. Die haben sich schon einigermaßen angepasst in den 1500 Jahren. Aber im Grunde genommen kommt so ein Wind und weg ist es. Und dann mussten Klostermauern gebaut werden. Und dann wurden sie in ganz kleine Beete, karierte Beete hineingetan und liebevoll gepflegt. Und das waren dann die Heilmittel. Aber das einfache Volk, die Bauern sagen, na, da gehe ich lieber zur Alten, die kennt die Schafgarben und so. Und dann kam die nächste Phase, da hat man dann langsam diese Kräuter hineingenommen in den christlichen Kosmos. Sehr wichtig war Hildegard von Bingen. Sie sagte, die grüne Kraft, die heilende Kraft, Viriditas, kommt nicht nur in den Klosterpflanzen, sondern auch in den Wildpflanzen zugute. Und dann fing man an, Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel der Hexenbaum, der Holunder, der verpönt war. Es war ja das Bauernapotheke praktisch.
der wurde hineingenommen, indem man sagte, als die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten war, da hat Maria die Windeln gewaschen und da wuchs ein Holunder und da hat sie die Windeln an den Holunder gehängt zum Trocknen. Also wo die Windeln des Christkindleins singen, das kann kein böser Baum sein, aber mit drin, ja. Und als schamanisches Heilen haben die Eingeborenen auch die Krankheiten erstmal im Trance visualisiert, herausgesungen, herausgelockt, herausgesungen vor allem, herausgelockt, herausgeräuchert und haben dann den Krankheitsgeist an den Hofholunder gehängt. Und der entsorgt das. Ja. Und ja, das ist also ethnologisch gesehen ganz legitim. Ja. Und das wurde dann auch akzeptiert. Das kam dann die Sache, dass als Judas den Heiland für 30 Silberlinge verraten hat, fühlte er sich schlecht, hat sich am Holunder erhängt und ist dann in die Tiefe gezogen worden und nur sein Ohr blieb hängen. Und das ist der Pilz, das Judas-Ohr. Und was eigentlich niemand isst, aber in China ist es das Lieblings... Kann man essen. Jedes Mal, wenn man in ein chinesisches Restaurant kriegt, gibt es ja diese glitschigen braunen Pilze. Das ist der Holunderschwamm. Die nicht. Ja, und der heißt Nu'er auf, Nu'er auf Chinesisch. Und das heißt auch Holzohr. Aber hier war es das Ohr von Judas, oder ein Beweis. Und so wurde langsam das alte Wissen wieder hereingenommen. Und das finde ich ganz wunderbar. Oder die Schafkörbe. Herrliches Wundheilmittel, so Schnittwunden und dergleichen. Da sagte man, ja, da hat sich Josef, als er hier seine Schreinerarbeit machte, mal schwer geschnitten und da ist das Christkindlein ausgegangen, auf die Wiese hat es geholt und ihm gegeben und da wurde er geheilt. Also lauter solche Geschichten, ich liebe diese Geschichten. Ja, aber es auch wieder zeigt, dass das Natur... Empfinden, das da ist, oder das Gewachsene, eigentlich die Macht hatte. Ne? Das hat das Christentum auch verändert. Es hat das immer Christianisierung, aber das ist ja jetzt das Gegenteil. Ne? Das Christentum wurde dann heidnisiert. Heidnisiert, wie auch immer. Oder vervolkstümlicher. Ja, und das muss ja auch sein. Ja. Wir leben ja eigentlich in einer Region, wo das Klima so ist und nicht wie in Zentralafrika oder so. Und wir haben Jahreszeiten und wir haben besondere Windströmungen. Und dann gibt es noch das ganze morphogenetische Feld, dass die Vorfahren über Jahrhunderte oder Jahrtausende hier gelebt haben. Das ist vielleicht nicht im Kopf, aber wir haben eine Resonanz mit dem Feld. Ja. Das ist immer spürbar. Also diese Hubert Schellschopf, der diesen Begriff gebracht hat, morphogenetisches Feld. Ja. Ich finde es so faszinierend, das kann man ja selber nachempfinden. Als ich Englisch gelernt habe, wahrscheinlich, also nicht, Sie können es ja von mir gelernt, aber als ich Englisch lernen musste, war es so mühsam. Und jetzt hat man das Gefühl, die junge Generation, die lernen das gar nicht mehr. Ja, das ist schon in der Luft. Ja, also dieses Feld in Deutschland für Englisch ist schon so groß geworden. Ja, und das ist für mich so dieser Begriff, also dass diese Felder wirken. Ja, und dieses Feld, was Sie jetzt gerade angeführt haben mit Pflanzen oder mit diesem Wissen, ist natürlich genau in unserer Gegend, in der diese Pflanze wächst, ganz, ganz stark. Ja, und dann wirkt es auch. Ja, und das sind die Pflanzen, das haben auch die Indianer gesagt, mit dem Tabakräuchern, das wir ja nicht kennen. Ja. So, ja, das kannten schon ihre Vorurahnen und das macht Resonanz. Genau. Also Wiederholungen verstärken alles, das ist genial, also er hat mir da auch ganz viel gezeigt und dieses, deswegen ist es vielleicht auch, es war jetzt lange ja zugedeckt, das ganze Pflanzenwissen und alles, Sie haben da auch wieder ein Feld eigentlich aufgemacht, also es wurde fast wieder neu gegründet, aber wir docken alles so leicht jetzt an, mit dieser Verbreitung, die jetzt passiert, das hat damit wahrscheinlich zu tun. Ist ja auch notwendig. Ja. Denn jetzt habe ich gerade wieder gesehen, dass in Frankfurt musste eine Klinik zugemacht werden wegen multiresistenten Keimen. Und
Die Waffen unserer Schulmedizin sind relativ stumpf geworden. Die Kräuter, man hat lange gedacht, das ist nur Aberglaube, aber es ist nicht. Also auch wieder die Wissenschaft mit sehr verfeinerten Analysetechniken findet heraus, die Pflanzen schon auf der Ebene sind voller Wirkkräfte oder Wirkstoffe. Ja. Ja. Mit weniger Nebenwirkungen als viele der synthetischen Produkte. Weil Sie sagen ja sogar in Ihrem Buch, Sie meinen, 90% könnte geheilt werden. Also das sage ich, aber ja. Ein kompetenter Arzt, Andrew Weil, der sagt 60%. Wenn die Menschen wirklich wüssten, wenn das in den Schulen gelehrt werden würde. Ja. Also erst die Heilpflanze zu nehmen und dann, kann ja lebensrettend, also ist ja lebensrettend, was sie gemacht hat in den Kliniken. Das wird ja nicht jetzt... ist ja nicht der Boomer. Ja, braucht man ja dieses Klinik. Aber halt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist genau. Und da braucht es eine Kultur, die das auch wieder akzeptiert, wo es nicht nur Glaube ist. Und dann letztendlich ist es wie, im August werden ja die Kräuterbüschel geholt. Das waren einst die Heilpflanzen, die Hausfrau für das ganze Jahr für Hof und Stall und Haus brauchte. Das wird immer noch gemacht bei uns im Allgäu. Aber wenn irgendwas ist im Stall, dann holt man einen Tierarzt oder man geht zur Klinik oder zum Arzt. Ja. Und die sind nur Dekoration. Also das ist dann ein dekadentes Brauchtum. Ja. Noch eine Frage so zum Schluss. Was bewegt Sie so im Moment am meisten? Was ist so Ihre Projekte gerade? Wo geht Ihre Leidenschaft gerade hin? Also es tendiert in die Richtung jetzt die dunkle Hälfte des Jahres, und zwar die Bräuche von, was wir heute Halloween nennen, also die Totentage und dann die Wintersonnenwende und warum ein Marzipanschweinchen da ist und warum zum Neujahr ein Glückshuf und warum der Schornsteinfeger Glück bringt. Und das hat alles ganz interessante, tiefe Wurzeln. Mhm. Ja. Und dem gehen Sie gerade nach. Und warum das Kleeblatt Glück bringt, das Vierblättrige und so weiter. Ja, an dem gehe ich immer. Also da dürfen wir uns freuen auf Ihre nächsten Bücher in diese Richtung. In die dunkle Zeit. Ja, und dann habe ich noch etwas aus den wilden 60er Jahren in den Staaten geschrieben, als die Blumenkinder kamen und dann die Hippies und die ganzen Unruhen, das habe ich ja als hautnah erlebt. Mhm. Und das ist ein wildes Buch, ich weiß nicht, ob das, ist es, soll ich sagen, spannend zu lesen, aber ob das gut ankommt. Doch. Es ist nicht nur Licht, es ist sehr viel Schatten da, aber ohne... Das ist so, das geht immer erstmal ins Genopf. Ohne Licht kein Schatten. Ohne Licht kein Schatten. Das ist immer diese Extreme erst. Ne? Ja. Frauenbewegung am Anfang war ganz, ganz gewalttätig. Ja. Und dann mit der Mann ist schick, bis man sich wieder angenähert hat. Ja. Ich glaube, es ist bei allen so, ne? Also die Flower Power. Ja. Drum. Ja, am Anfang nicht. Hanf für Marijuana, aber sonst nicht. Die Drogen kamen dann mit den Hippies. Ja. Auch interessant. Wort Hip bedeutet, kommt aus der westafrikanischen Sprache und bedeutet, jemand weiß, was los ist. Mhm. Und das hieß dann im amerikanischen schwarzen Ghetto, wo man Drogen finden kann. Und das Wort wurde auf die Hippies übertragen. Mhm. Die sind hip. Ja, aber die haben das Wissen zu früh wahrscheinlich auch gefragt. Ne? Das war dieses, wenn man mit so starken Drogen. Ist vielleicht noch nicht das Zeit. Wurde dann sehr schnell äußerst dekadent. Also wir freuen uns auf das Buch. Ja. Bitte schreiben Sie es. Ja. Wir werden es verkraften, was lesen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Es gibt jetzt gleich einen Vortrag. Wir sind hier am Antoniusheim in Regensburg. Wir danken dafür für diesen Raum und freuen uns auf den großen Vortrag im Vortragssaal. Ja. Sie machen gerade eine Tour. So einen großen Vortrag sollte man sich anschauen. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.